kommt nicht darauf an, dass wir uns selbst ausleben, sondern dass der Text einfach rechtzeitig fertig ist. Ich arbeite gerade an mehreren Büchern gleichzeitig. Das heißt, es ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, an welchem Schreibprojekt ich gerade eigentlich arbeite. Aber das, in dem ich mich im tiefsten befinde und das auch als erstes fertig werden soll, ist ein Buch zur Ästhetik des Populismus. Ich erinnere mich ganz besonders in der Zeit, als ich die Doktorarbeit geschrieben habe. Es war so ein Moment, ist ja für alle Doktoranden immer so, man muss sich erstmal beweisen, man muss erstmal zeigen, auch sich selber, dass man in der Lage ist, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben, der akademisch und intellektuell ein gewisses Niveau erreicht, der eben, wo man sich erstmal beweisen muss vor sich selbst und zeigen muss, ich kann das, ich bin überhaupt dazu in der Lage. Und es war schon ganz offen gesagt so, dass ich daran starke Zweifel hatte. Also die Selbstzweifel während der Doktorarbeit, die waren eine der größten Herausforderungen. Und die haben mich auch immer wieder zu dem Punkt gebracht, wo ich nicht richtig weiterschreiben konnte oder wo ich dachte, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, weil ich es mir selber nicht so richtig zutraue. Und ich erinnere mich, dass ich damals eine gute Bekannte hatte, die sagte, die war schon ein paar Jahre älter, die konnte sich erinnern an ihre eigene Doktorarbeit und die sagte zu mir, ich habe selber einen Trick gefunden und den würde ich dir gerne weitergeben. Du musst dir ein kleines Stofftier auf die Schulter setzen und dieses Stofftier musst du ab und zu streicheln. Dieses Tier ist dein Selbstzweifel. Den musst du aus dir rausbringen, setz ihn dir auf die Schulter, streichel ihn ab und zu und dann ist alles okay. Dann kannst du befreit davon losschreiben und musst dir keine Gedanken mehr über diese Frage machen, ob das, was du da tust, gut genug ist. Ich habe das dann ehrlich gesagt nicht ganz so umgesetzt. Ich habe mir kein Stofftier besorgt. Egal, es hat trotzdem funktioniert. Ich habe mir irgendwie durch diese Anekdote klargemacht, du musst diesen Selbstzweifel einfach ausschalten. Es ist egal, ob das auf diesem oder auf jenem Level ist. Darum geht es überhaupt nicht. Mach dich davon frei. Faustregeln ist ganz schön schwierig, aber ich empfinde einen Text, den ich selber schreibe, doch so, dass er irgendwie auch eine gewisse Schönheit haben muss. Also sozusagen die ästhetische Dimension eines Textes ist mir irgendwie schon wichtig. Das heißt nicht, dass ich versuche, irgendwie blumig im Stil zu schreiben. Im Gegenteil, ich versuche immer so klar, wie es nur geht, zu schreiben. Aber man kann auch im klaren Stil versuchen, eine gewisse Eleganz reinzubringen. Und was mir dabei wichtig ist beim Schreiben selber meiner eigenen Texte, ist, die Texte zu laut zu lesen, den Klang der Sätze zu hören. Dann merkt man auch, ob ein Satz rund ist oder nicht. Wenn ich merke, dass ich mit dem Atem nicht hinkomme oder dass ich über irgendeinen Satzteil stolpere oder dass da noch ein Einschub drin ist, der mich beim Vorlesen irgendwie rausbringt aus dem Rhythmus, dann merke ich, da muss ich nochmal ran. Da ist der Satz noch nicht so richtig in der Form, wie er eigentlich sein soll, wenn er denn dann am Ende so elegant ist, wie ich es gerne möchte. Und ich denke auch immer daran, dass eigentlich wissenschaftliches Schreiben vom Stil her nicht so unterschiedlich sein sollte von bestimmten journalistischen Formen. Das heißt nicht, dass man als Wissenschaftler schreiben soll wie ein Journalist, aber es muss sich für den allgemeinen Leser auch nachvollziehen lassen, was man schreibt. Selbst wenn man irgendwelche abstrakten Gedanken entwickelt, die manchmal in der Tat für Außenstehende nicht so leicht sind nachzuvollziehen. Wenn ich merke, ein Satz ist noch zu kompliziert oder es sind zu viele Gedanken gleichzeitig drin, ist meine Faustregel, mach zwei Sätze draus. Du kannst das nochmal unterteilen. Wenn die Schwierigkeit ist, dass dieser Satz zu komplex ist, dann liegt es offensichtlich daran, dass ich zu viel reinpacke. Und meistens sind es zwei Gedanken statt ein Gedanke. Und wenn ich drüber nachdenke, merke ich, wo die beiden Gedanken sind, wie ich es teilen kann. Und dann habe ich auch auf einmal schon die Sätze entsprechend umgebaut. Das funktioniert meistens erstaunlich gut und ist dann auch gar nicht so viel Arbeit. Also wie der amerikanische Dichter oder Denker Henry David Thoreau sagt, simplify, simplify, simplify ist das Motto Nummer eins für mich beim Schreiben. Also zwei Ressourcen fallen mir ein, die sind sozusagen informell. Es ist nicht so sehr eine Institution. Das Schreibzentrum ist übrigens eine tolle, tolle Ressource, die ich allen Leuten nahelege. Aber davon abgesehen, zwei Dinge, die mir helfen, ist zum einen, ist es erstmal ein Stilempfinden zu entwickeln. Wie kann ein wissenschaftlicher Artikel überhaupt aussehen? Und da ist es für mich total hilfreich, mir einfach zu überlegen, wie welcher Wissenschaftler oder Schaffnerin möchte ich denn klingen? Das heißt, ich brauche gewisse Role Models als Schreiber. Und das bedeutet, ich versuche möglichst viel auch an wissenschaftlicher Literatur zu lesen, auch mit einem Blick darauf,
Wie kann man das machen? Wissenschaftliche Texte, gerade in den Geisteswissenschaften, können so unterschiedlich sein. Und man kann so schöne Modelle finden in Autorinnen und Autoren, die man besonders schätzt. Und das heißt, ich versuche mir dann doch so ein paar Lieblingsbücher oder Lieblingsartikel auch rauszusuchen und genau anzuschauen, warum sind diese Texte so gut? Was gefällt mir an denen so gut? Und es ist wirklich so ein bisschen so, je mehr ich mich dann da rein vertiefe, desto mehr gelingt es mir auch, diesen Stil erstmal ein bisschen zu kopieren und dann ihn auch zu meinem eigenen zu machen. Das ist die eine Ressource. Die andere Ressource ist das, was bei mir selber im Arbeitsprozess entsteht. Und das beginnt mit dem Lesen, mit der Recherche. Am Anfang ist man erstmal damit beschäftigt, ganz, ganz viele Texte zu lesen, Sekundärliteratur zu lesen, Forschungsliteratur, sich auch einen Überblick zu verschaffen. Was hat XY zu dem Thema gesagt? Und dann fällt einem auf, da gibt es noch jemanden, der hat auch noch was Wichtiges gesagt, das muss ich auch unbedingt noch lesen. Und das Wichtige dabei ist erstmal immer Exzerpte machen. Ich mache das mittlerweile manchmal auch, weil ich viele Texte auch digital lese, mache ich das manchmal dann auch automatisiert, dass ich sage, okay, ein Programm kann mir die Stellen, die ich gehighlightet habe, sofort rauskopieren und dann kann ich mir das selber als E-Mail schicken, dann habe ich quasi schon ein Exzerpt. Aber viel, viel besser ist es noch, auf die altmodische Methode erstmal anzufangen, mit einem Stift und einem Papier aufzuschreiben, was sind die wesentlichen Punkte, was sind die Argumentationsschritte des Textes, den ich hier gerade lese, ein klassisches Exzerpt zu machen. Und was mir dabei ganz oft auffällt, ist, wenn ich so einen Text zum ersten Mal lese und Unterstreichungen mache und vielleicht noch was an den Rand schreibe, dann habe ich den Text nur zur Hälfte so richtig begriffen. Und in dem Moment, wo ich den Text nochmal durchgehe und dann Notizen mache und die Struktur des Textes, den ich da gerade lese, versuche zu erfassen, fällt mir auf, dieser Autor, diese Autorin hat mit einer Gliederung gearbeitet. Der Text hat, ohne dass das die ganze Zeit rausposaunt, in sich eine Gliederung und die kann ich rekonstruieren, indem ich das Exzerpt mache. Das heißt, ich versuche beim Exzerptschreiben wirklich zu rekonstruieren, wie baut der eine auf den anderen Gedanken auf, wie kommt die Autorin, der Autor von A nach B nach C. Und wenn ich beim Exzerpt das Gefühl habe, das habe ich jetzt rekonstruiert, dann habe ich das Gefühl, das ist ein gutes Exzerpt, weil dann erlaubt es mir auch am nächsten Schritt, in eigenen Worten nochmal zu erzählen, was ist eigentlich diese Geschichte, die dieser Artikel erzählt. Und mit Geschichte meine ich jetzt in dem Fall ein Argument, was in sich schlüssig auf sich aufbaut, wo sich ein Gedanke aus dem anderen ergibt. Bei mir ist es so, dass der Text fertig ist, wenn die Deadline ganz, ganz nah an mich herangerückt ist. Ich habe schon im Studium viel journalistisch gearbeitet für Tageszeitungen. Damals besonders, als ich in Berlin studiert habe, für den Berliner Tagesspiegel. Und das war eine wahnsinnig gute Erfahrung, weil da gibt es eine Regel, die allerwichtigste ist, du musst rechtzeitig liefern. Ist ja auch völlig klar, eine Tageszeitung muss am nächsten Tag erscheinen. Und wenn du deinen Text nicht lieferst, dann lässt du alle anderen hängen. Dann müssen die Redakteure auf einmal gucken, wie sie jetzt diese 43 Zeilen oder 140 Zeilen oder was auch immer noch füllen. Das heißt, du musst liefern. Wenn du nicht lieferst, kriegst du nie mehr einen Auftrag. Und das hat das in mir so ganz gut eingedrillt, dass egal was kommt, dieser Text muss abgeliefert werden, rechtzeitig. Und das hat sich für mich als heilsam auch für die Wissenschaft erwiesen. Das hat einfach gezeigt, Schreiben ist nicht nur Kunst oder Schreiben ist nicht so dieses, ich muss mich da selbst verwirklichen und die großen Gedanken entwickeln. Nein, du musst liefern. Wir liefern auch auf eine gewisse Art und Weise Gebrauchstexte, die müssen in einem gewissen Kontext stattfinden. Und es ist nicht so wichtig, ob ich jetzt mit jedem Satz oder mit jedem Argument immer schon total zufrieden bin. Es muss halt fertig sein. Wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, was ich versuche selber rauszukriegen ist, was ist eigentlich genau die Fragestellung, die ich versuche zu beantworten? Und meistens ist es so, ich habe diese Fragestellung insofern schon für mich gestellt, weil ich an ein Thema rangehe mit einem bestimmten Hunch, also mit einer Idee, mit einer Hypothese, könnte man sagen. Und was mich antreibt, eine Struktur zu erstellen und einen flüssigen Gedankengang hinzukriegen, ist im Grunde mir zu erklären, wie ich denn jetzt durchargumentieren kann, dass meine erste Hypothese, mein Hunch, richtig liegt. Meistens passiert dann Folgendes, ich versuche genau zu überlegen, also wenn das der Fall ist, geht daraus hervor, dass das eigentlich auch so ist. Und daraus könnte man dann vielleicht schließen, dass das der Fall ist. Und während ich diese Gedankenketten entwickle, ist es durchaus so, dass ich die Starthypothese, die ich eigentlich belegen wollte,
auch abändere, weil ich schon merke, na ganz so haut es nicht hin, wie ich es am Ende wollte, aber wenn ich es ein bisschen anpasse, dann wird es mir doch möglich, dieses Ding, was ich da unbedingt durchargumentieren wollte, was ich quasi für mich beweisen wollte, irgendwie zum Ziel zu tragen. Also worauf ich hinaus will, ist, was mich motiviert und was am Ende mir die Struktur des Arguments liefert, ist den Startgedanken, den ich ursprünglich habe, diesen Hunch, diese Idee. Man könnte es Hypothese nennen, manchmal ist es aber auch eine gewisse Fixierung auf die eigene Idee, das irgendwie dingfest zu machen und zu zeigen, das funktioniert wirklich, wenn man die Gedanken so aneinander kettet. Wichtig dabei allerdings ist, man darf sich nicht irgendwie starrköpfig an seiner eigenen Idee fix festhalten, sondern man muss bereit sein, dann auch zu sagen, na, ich muss sie aber schon auch anpassen. Es hat sich ja für mich in meinem eigenen Gedankengang mittlerweile schon gezeigt, ich hatte eigentlich eine unhaltbare Hypothese. Aber das Gute ist, wenn ich sie anpasse, dann kann ich mich wieder darin verlieben und sie am Ende doch noch wirklich durchargumentieren.